War da nicht auch noch the one and only Don Promillo Jörg Rode dabei? Don Promillo. So war das, ne? Kannst du ein Foto einblenden? Ich habe ein Foto davon von dem Abend. Komm, blenden wir ein. Komm. Blenden wir ein. War ein super Abend, aber ich glaube, das war halt Anfang 2019. Da war das das letzte Mal, dass ich wirklich feiern war. Krass, ne? Wir haben 21. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem VW Touareg, 3 Liter TDI. Ich glaube so 5, 6 Jahre alt, der Kollege. Aber mit 204 PS und 400 Newtonmeter. Der ein oder andere wird erstaunt sein, was man hier mit einer normalen Leistungssteigerung Stage 1, also Software Stage 1, hinbekommt. Und wir nehmen für euch jetzt einmal wieder alles mit, Eingangsfahrt, Eingangsmessung. Und schauen mal, was am Ende der Leistungssteigerung auf dem Papier steht. Ne? Ich würde sagen, bei schönstem Wetter, wo es gerade noch geschneit hat, ja, fahren wir dann mal los, oder? Gerade echt geschneit. Ja, Touareg, unfassbar begehrtes Auto in Deutschland, würde ich sagen. Wir haben wirklich auch, so wenn du das über die letzten Jahre schaust, Touareg, 3 Liter TDI ist brutal. Ist wirklich brutal, was wir da an Leistungsoptimierung gemacht haben. Und da würde ich sagen, von den Touaregs waren die 3 Liter TDI Motoren natürlich die am häufigsten optimiert worden sind. Klar haben wir auch mal die V8 gemacht, Touareg V8. Dann gab es ja auch mal ganz früher, als es den als 2,5 Liter mit 174 PS noch gab und gleichzeitig dann den 5 Liter V10, war ja einfach nur 2 Fünfzylinder zusammen, ne? Weißt du das eigentlich? Nee, das weiß ich nicht. Mit 313 PS haben wir auch welche gemacht, aber da gab es wirklich viel Probleme im Serienbereich schon, dass die Autos echt Schäden gehabt haben mit dem V10. Hat sich nicht wirklich durchgesetzt, weil es einfach unfassbar viele Schäden gab. Und dann wurden die Dinger älter und dann hat sich auch keiner mehr getraut, so ein Ding einfach gebraucht zu kaufen mit 180.000, 160.000 Kilometer. Das war nicht so der Brüller. Der 2,5 Liter auch nicht so, aber als dann der erste 3 Liter rauskam, mit 224 PS, damals war das so, wie früher A6 und A4, da ging es dann langsam los. Bis heute, ne? Autos sind super günstig, kriegst viel für relativ bezahlbares Geld, ne? Muss man sagen. Und ja, wir werden jetzt natürlich nicht 100 auf 200 fahren für unsere Diagnosefahrt, weil das macht keinen Sinn. Wir machen heute 80 auf. 150. Okay. Man merkt, ne? 204 PS, Werksangabe, 400 Newtonmeter für so ein Schlachtschiff ist jetzt nicht gerade sportlich. Ne? Aber gut, dafür ist er ja bei uns und alles Weitere dann gleich um Prüfstand.
So, dann ziehen wir uns den Touareg mal rein. Also, Eingangsmessung von unserem 204 PS, 400 Newtonmeter Touareg. Mann, so auch geil. Touarege, schreibt er. Touarege. Naja, 413 Newtonmeter, 198 PS, also völlig im Soll. Steuergerät ist eine Elite 17 CP44. Haben natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil es gibt ja auch noch ein 240 PS, es gibt noch ein 245 PS. Wenn man sich die Kennfelder untereinander anguckt, schaut man gar nicht schlecht aus, weil ein paar Sachen hier einfach begrenzt sind. So, mit unserer Software-Leistungssteigerung haben wir 600 Newtonmeter und 265 PS. Das sind 68, 69, 68 PS mehr und gute 187 Newtonmeter mehr. Düdel! Ja, so ist das. Ist ein guter Pump. Gehen würde da auch noch so 15 PS mehr. Aber das Fahrzeug zum Beispiel fährt sehr viel im Hängerbetrieb. Sehr viel im Hängerbetrieb. Das weiß ich aus 100% sicherer Quelle. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Drehmoment lassen wir bei 600 Newtonmeter, gehen nicht auf 630, 650 und auch von der Leistung her. Klar, obenrum brauchst du eh nicht die Leistung, wenn du mit dem Hänger fährst, aber trotzdem, ich habe da zwei Versionen. Ich hatte erst überlegt, ob wir die einfach nur zur Anschauung einmal machen und dann wieder zurückflashen, aber komm, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich denke, diese Leistung hier passt wunderbar. Und wenn man dann hier einfach mal sieht, das ist das Kennfeld. In 3D zeige ich euch das mal. Was aus einem 204 PS ein 245 PS machen würde. Lalalala, lalalala. So, gut. In diesem Sinne gehen wir jetzt mal auf die Autobahn, ne? Wir fliegen und singen. Da, da, da. Ich könnte eigentlich auch so eine Schlagerparade, so eine Schlagerkarriere, eine Schlagerparade, könnte eine YouTube-Schlagerparade anfangen. Gerne. Bist du so ein Schlagertyp? Seitdem ich in der Firma bin, habe ich es akzeptiert, sagen wir es mal so. Wegen Flo? Ja. Also ich war nie der Schlagerhörer, aber seitdem ich hier bin, ist es für mich okay. Also ich kann es hören. Also da ich das letzte, also ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal feiern war. War das mit, waren wir zusammen feiern? Ja. Aber das ist 2019 gewesen. Ja, da war ich sogar noch nicht mal hier angestellt. Doch. War ich da schon? Doch. Wir waren auf diesem Karneval Meets Haus, ne? Ja. Ballkristall, von Ballkristall, von dem blauen Funken. Schönen Gruß, schönen Gruß an die Familie Griesemann, damals für die Eintrittskarten. Bootshaus, ne? War da nicht auch noch the one and only Don Promillo Jörg Rode dabei? Don Promillo. So war das, ne? Kannst du ein Foto einblenden? Ich habe ein Foto davon von dem Abend. Komm, blenden wir ein. Komm. Blenden wir ein. War ein super Abend, aber ich glaube, das war halt Anfang 2019. Da war das letzte Mal, dass ich wirklich feiern war. Ja. Krass, ne? Wir haben 21. Wie schnell fahren wir denn nochmal? 80-150. 80-150, okay. Ja. Versuchen wir das mal. glatt. Waren das? Ja. 11,27. Das ist schnell. Ein großer Unterschied, aber klar, ne, bei knapp 200 Newtonmetern. Und alles Weitere habe ich ja schon dazu gesagt vorhin. Aber nochmal zu den wichtigen Sachen. Wir waren wirklich erst Anfang 2019 das letzte Mal feiern. Also das war meine letzte Mal raus. Für mich auch. Für mich auch. Oder war ich? Nee, ich war wirklich Anfang 2019 das letzte Mal feiern. Kevin. Es wird wieder mal Zeit, aber geht ja noch nicht. Irgendwann mal. Also so als bin, also Wahnsinn, ne? Selbst, es war ja 2019, war ja kein Corona, ne? Okay, jetzt haben wir genug gequatscht. Also es wird mal wieder Zeit, ne? Für alle wichtigen Informationen, wir blenden wieder Preis, Details, alle zum Schluss ein, hier nach dem Video, nach dem Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.